Let A. Also, ich finde es nicht zwingend doof, übrigens auch, wenn der Anime vom Manga abweicht. Ich meine, entweder ist der Manga noch nicht so weit, ne, oder sonst irgendwas. Aber bei manchen Aspekten kann es halt schon echt doof sein. Ja. Was ich mir wünschen würde, das muss ich nochmal gestehen, ich bin ja so ein Fan von One Piece, was man vielleicht auch, ne, wenn man sich das Shirt mal anguckt, so die Richtung. Da würde ich mir wünschen, dass ein bisschen mehr Filler existieren würden, damit nicht ein Kapitel eine Folge wird. Das ist nämlich immer doof. Gibt auch welche, die super sind, beziehungsweise besser als Manga. Das bestimmt auch. Blue Exorcist fand ich da. Also bei Blue Exorcist fand ich es ziemlich verwirrend, weil ich nicht wusste, dass das abweichend ist. Und dann, als ich die zweite Staffel gesehen habe, und dann nur so mich gewundert habe, hatten wir diese Konflikte nicht schon? Oh ja. You have to be mad. It's only anime. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja nicht schlimm. Wenn und ob etwas abweicht. Ich finde, man sollte da auch dann nicht irgendwie jemanden so für runtermachen oder sagen, ach, der mag diese Version. Aha, das erzählt mir so viel darüber, wie du bist als Mensch. Stop it. Get some help. So, aber um jetzt immer auf die Bücher, die ich mir gekauft habe, zurückzukommen. Das Ding, also, ich kaufe ja relativ viel online, ne? Auch über Amazon und sowas. Übrigens nicht gesponsert. Amazon, falls ihr mich sponsern möchtet, ruft mich an. Falls irgendjemand draußen ist und sich denkt, ja, den würde ich gerne sponsern, ruft mich an, schreibt mir eine E-Mail. schattenborn@gmail.com. Ich bin offen. Was war das eigentlich nochmal, was du von mir gemalt wolltest? Bis überhaupt mein Hirn gelöscht. Ich glaube, du kannst hochscrollen, aber das war so ein Hype-Emote. War ein Hype-Emote. Also im Discord müsste ich das auch nochmal. Ich habe dir da auch so ein Mockup gezeichnet. Ich bin halt Leonardo da Vinci. Ne? Das kann ich einfach in Louvre stellen und jeder würde sagen: Ach Mensch, wir wussten ja gar nicht, dass wir noch ein Bild von Leonardo da Vinci haben. Ne? Ah, Partyhut-Dude. Quasi. Wer bist du? Ich bin der Partyhut-Dude. Ja, I see. ja, ach. Ach, fuck. Hatte ich eigentlich keinen Bock drauf. Dreckskacke, ey. Nee, aber, ich kaufe halt wirklich ganz gerne online, einfach weil ich halt dann nicht mit Menschen interagieren muss. Ich muss mich nicht von zu Hause wegbewegen. Bist gerade echt froh, dass ich heute Abend streame. Dafür bin ich hier. Bad day was bad. Oh. Wenn du darüber reden möchtest, können wir das gerne nach dem Stream machen. Oder wenn du jetzt ein bisschen drüber reden magst, ich weiß nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es unangenehm ist, vor zwei Menschen darüber zu reden. Nee, weißt du, wie ich das meine? Na, und dann habe ich, so. Ich laufe halt gern so in dem Bücherladen umher. Und gehe dann so die Regale durch. Ich schaue dann vielleicht immer so ein kleines bisschen aus wie ein läufiger Panda, der nach Bambus sucht. Geredet hast du schon, brauchst eine Ablenkung. Dafür bin ich hier. Aber es ist quasi Hintern, danke. Erst auf dem dritten Date, Hintern, danke. Dann schaue ich mir ganz gerne immer die Umschläge an. Ich weiß nicht warum, aber bei mir ist es eher weniger so, dass ich wirklich aktiv auf die Umschläge achte oder was hinten drauf steht, sondern es ist einfach, ich greife ein Buch und dann weiß ich meistens,
Das solltest du dir jetzt kaufen. Das würde dir gefallen. Na, und deswegen bin ich halt lieber in einem Bücherladen unterwegs als online, weil man hat, keine Ahnung, es fühlt sich, ich habe halt nicht das Objekt dann so, was ich anschauen kann und dann mein Hirn sagen kann, ja. Sondern, ja, das ist dann immer so ein bisschen, doch nicht, nee, doch. Ich sehe immer aus wie ein Ladendieb, wenn ich shoppen gehe. Wie schaut's eigentlich mit deinen Haaren aus? Sind die jetzt so ein bisschen wieder nachgewachsen? Na, und dann habe ich jetzt... Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass gleich ein Creeper kommt. Und dann habe ich... Jetzt muss ich kurz nachschauen. Ich habe hier nämlich mal... Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, zack. Schönes Geräusch. Ich habe mir da... mal endlich George Orwells 1984 gegönnt. War halt schon immer so ein Buch, was ich gerne mal gelesen haben wollte, aber ich es nicht besessen habe, weil halt Geld und zum anderen ist mir immer was anderes zuerst aufgefallen. Und dann geht nach. War schon einmal beim Friseur, so langsam wird's. Dann habe ich mir, weil ich so ein bisschen einfach interessiert war an was dieser Autor alles so fabriziert hat, die Geschichten und Gedichte von Edgar Allan Poe geholt. Was erstaunlicherweise ist das ziemlich günstig gewesen, muss ich gestehen. Dafür, dass es zum einen Edgar Allan Poe ist und zum anderen eine Zusammenfassung von so vielen seiner Gedichte und Geschichten. Für 13 Euro fand ich das halt schon ein bisschen traurig eigentlich. So, ist es nur Edgar Allan Poe? So, und anderes Buch, was ich mir geholt habe, Der Wald. Das habe ich, das spiegelt so ein bisschen, ne? War halt einfach, habe ich gesehen und mir gedacht, jo, und das werde ich dann auch demnächst lesen. Und hoffentlich ist das gut. Ich höre so viele Skelette. Spoopy, scary skeletons. Shivers down my spine. Der Wald! Ein Freund der Wald. Ich sollte vielleicht mein Inventar kurz wegbringen. Nee, das war mein Freund der Baum, ne? Jo, was ist denn noch alles passiert? Heute wurde das erste Bild eines schwarzen Loches veröffentlicht. So wie ich das mitbekommen habe. Das war... oh Gott, ich weiß gerade nicht, welches Teleskop. Beziehungsweise, ich glaube, das waren mehrere Teleskope, die Daten gesammelt haben. Wo jetzt quasi eine realistische Darstellung eines schwarzen Lochs existieren konnte. Fancy schwarzes Loch, genau. Und also zum einen finde ich das unglaublich cool, dass sowas jetzt einfach mal existiert, dass wir als Menschen gesagt haben, okay, wir würden gerne wissen, wie ein schwarzes Loch ausschaut. Und dann irgendjemand hingegangen ist und gesagt hat, keine Sorge, das kriegen wir hin. Und wir dementsprechend eins der interessantesten interstellaren Objekte auf Bild haben. Zum anderen habe ich das Bild gesehen und mir gedacht, das ist verschwommener als ein Smash League. Okay. Ich bin relativ sehr daran interessiert zu wissen, wie ich meine, die ersten Bilder von Pluto waren ja quasi auch nur 5 Pixel und ein Kaffeefleck. Ne, wie das über die Jahre sich weiterentwickeln wird. So schwarz sieht's ja gar nicht aus. Ja. Ich meine, wir, das finde ich auch immer sehr erstaunlich. Das ist so, für mich, ich, als Small Brain, ich kriege das nicht so richtig nachvollzogen, wie endlos und extrem der Weltraum eigentlich ist.
Insbesondere wenn man bedenkt, wir haben erst vor relativ kurzem zum ersten Mal ein Objekt außerhalb des Sonnensystems geschickt. Welcher war das? Voyager, glaube ich, ne? Was halt wirklich erstaunlich ist. So außerhalb des Sonnensystems. So fucking... Einfach um so ein bisschen sich zu versuchen, vorzustellen, wie groß das Sonnensystem wirklich ist. Wenn man die Erde nimmt und den Mond, dann könnten zwischen der Erde und dem Mond alle Planeten nebeneinander stehen. In dieser Entfernung. So. Und wenn man... Das kriegt man halt auch irgendwie kaum... Weiß nicht, es ist für mich sehr schwer, das nachzuvollziehen, wie riesig das Weltall eigentlich ist. Ich meine, es ist auch unheimlich, as fuck. Ich verstehe, wie Lovecraft da so ein bisschen wahnsinnig werden konnte, wenn immer er drüber nachgedacht hat. Und warum er auch da auch Angst vor hatte. Ich habe auch Angst vor dem Weltall, holy moly. Ist halt legit gruselig. So, ja, es könnte dich jede Sekunde töten, aber es macht es nicht. Sind die Planeten nicht auf mega fett? Wie meinst du das, mega fett? Na, wenn man jetzt... Es macht mich einfach fertig. Da war auch irgendwie vor kurzem in der internationalen Raumstation, die ISS, hatte man irgendwie vor kurzem, vor einem Jahr oder sowas, ein Loch gefunden. Weltall klingt für dich einfach nur ruhig und peaceful. Nee, Weltall macht mir richtig Angst. Mega fett im Sinne von riesig. Ich meine, Mars ist kleiner als die Erde. Ebenso wie, ich glaube, Merkur und Venus. Ich glaube, die sind beide auch kleiner als die Erde. Pluto... Ich zähle Pluto nochmal als Planeten übrigens. Pluto, wenn man es genau nimmt, ist halt auch kleiner als Russland. Internationale Raumstation ISS. Da hat man einfach so ein Loch gefunden. Wo ich mir so denke, oh, nice, das ist halt einfach schon nur ein Stück Alufolie gefühlt. Alufolie mit Kaugummi und ein Büroklammer zusammengehalten. Und dann haben wir da ein Loch drin gefunden. Nee. Ich würde gerne die Erde mal aus der Perspektive von der Raumstation sehen, aber ich will nicht auf der Raumstation sein. Nee. Nee. Pluto ist der beste Planet. Exakt. Exakt meine Rede. Ich meine, Saturn, Neptun und Uranus sind halt riesige Planeten. Das ist wahr. Weil... Waren das alles drei Gasriesen? Ich bin mir gerade sogar unsicher. Au. Ich glaube, Uranus war kein Gasriese, oder? Ich bin mir unsicher. Da muss man mich jetzt mal korrigieren. Da bin ich wirklich ungebildet. Hast du überhaupt was gelernt? Ich glaube, es war... Apropos mein Hintern, ja... Auf der Arbeit heißt unser Maskottchen Globianus. ja, ich verstehe das. Entschuldigung, ich glaube, ich habe irgendwie ein Loch in mir drin, so, und die Luft kommt gerade raus auf den Kopf. Zwei Fragen. Warum habt ihr ein Maskottchen? Und warum heißt es Globianus? Wer kam auf die brillante Idee? Ich würde gerne der Person... Moin, Gav, was geht ab bei dir? Ich schreie so ein bisschen. No! Au! Oh,
Wenn du bist am Sterben. Jesus Christus, du dummes Skelett. Lass mich in Frieden. Sag mal, Kev, hast du mir eine Spitzhacke hier hingestellt? Zumal ist doofe Frage. Ich habe die letzten zwei Wochen auf der Arbeit eine Broschüre erstellt, wo für unsere 50-Jahr-Feier-Aktion angekündigt sind. Eine davon ist der Globianus. Warum dann Anus? Warum? Warum? Globi, okay. Aber warum das... Du warst bei deinen Eltern gewesen. Ich habe heute auch sehr gesund gegessen. Ich habe, hallo. Wie schimpft es sich? Grobe Bratwurst mit Pommes gegessen. Eine Pommes schön im Backofen gemacht. Weil ich bin ehrlich, wenn gleich ich Fritteusenpommes auch mag. Zum einen stinken Backofenpommes weniger. Zum anderen sind sie weniger fettig. Mit dem Namen kam irgendjemand aus dem Laden an KP. Höchstwahrscheinlich der 16-jährige Azubi. Er so, hoho, Greenens Globianus. Und alle so, oh, das ist eine ziemlich gute Idee. Und der hat dann gelacht. Klingt gut, fand ich auch. Eigentlich habe ich zuerst Linsensuppe machen wollen. Dann hatte ich keinen Bock, den ganzen Schmuh zu schnibbeln. Und gesagt, nehmen wir was wenig Aufwand ist. Ich hatte Käsewurst mit Kräuterbaguette, unter anderem Laugenkräuterbaguette. Laugenkräuterbaguette, das klingt interessant. Käsewürste. Oh, die sind gar nicht mehr ins Bett. Kann sein, dass es ein Azubi war. Jedenfalls jemand, der nicht mehr bei uns arbeitet. Wunderbar. Ich wollte heute eigentlich Schweinegeschnetzeltes essen. Hatte da, auch dafür schon eingekauft. Ich meine, immerhin hast du es jetzt schon mal vorbereitet. Na, also momentan hast du es. Das heißt, morgen könntest du Schweinegeschnetzeltes machen. Aber ich bin ja schon ein bisschen froh, dass ich Freitag keine Uni habe, ne? Bin ich ehrlich. Ist ein Luxus, ich weiß. Flo hat mir auch schon gesagt, ich bin ein Arsch. Keine Sorge, Kev. Schweinespargel, Spargel. Spargel mag ich nicht. Uch. Dein Stream ist tot, bist du der Einzige? Ich glaube ja, ich glaube du bist der Einzige. Weil bei mir scheint alles gut zu sein. Mit etwas Glück hast du Freitag frei. Ja, nice. Ich meine, also es bringt ja nichts, wenn ich sage, oh ja, du bist der Einzige, bei dem der Stream tot ist. Weil du mich nicht hören kannst. Weil dein Stream tot ist. Bei dir geht der Stream auch noch. Okay, dann ist Kev schuld. Kev, du bist schuld. Alles deine Schuld. Gott, die Spitzhacke ist halt echt gut. Ist wahrscheinlich, hat irgendjemand Level 30 gemacht und dann verzaubert. Ah, er tut wieder. Er hat nie aufgehört zu tun. Es kann übrigens sein, dass ich freitags so einen kleinen Mittagsstream reinsetze, ne, wenn ich quasi wach werde. Weil so wie es momentan... Also entweder streame ich gemeinsam mit der Pappnase. Oder es gibt halt weiter 7 Billion Humans. Na, und je nachdem, ich hätte zumindest ganz gerne einen kleinen 7 Billion Human Stream schon mal drin. Weil zum einen macht mir das Spiel viel Spaß, zum anderen, warum nicht? Ich sollte auch mal wieder streamen. Solltest du ja. Also ich weiß ja, du streamst da auf einer anderen Plattform mit einem anderen Buchstaben beginnen, ne? Genau, Y für YouTube. Schämt euch, wie auch immer was anderes gedacht hat. No shit. Mein Yay! Wie heißt mit Donnerstag statt Freitag? Donnerstag? Also. Ich kann mal gucken. Ich habe halt morgen Uni. Das ist so ein bisschen problematisch. Genau, Y. Ne?
Ich meine, es ist nicht so, als würde ich dir Geld dafür geben, ne? Würdest du auf einer anderen Plattform mit einem anderen Buchstaben streamen, ne? Wenn jetzt dann will ich den Human Stream sehen. Wie, hast du Freitag nichts vor? Hast du Freitag was vor? So rum. Oder wie, Kev? Es kann hier sehr gut sein. Pay me. Mein. Ne, sag mir wie viel und dann zahle ich, du. Oh. Wenn du das Nachmittag streamst? Ach so. Ah, ach ja. Entschuldigung, du bist ein aktives und produktives Mitglied der Gesellschaft. Das habe ich vielleicht gerade vergessen. Kannst du dich einfach auf der Arbeit so auf dem zweiten Monitor klammheimlich? Entschuldigung, das war meiner. Du, wollen die dich nicht mehr haben ab August, Cake, oder wie? Oder, hast du einen anderen? Hast du was anderes vor? Ah, zack. Auch wenn ich drei Monitore habe, die sind alle mit Ideas belegt. Ach! Kennst du noch diese kleinen Taschenfernseher, wo man die Antenne rausgezogen hat und sowas und dann konnte man Fernsehen gucken, irgendwo und nirgendwo? Hol dir doch so einen, nur für Twitch. Ne, meldet er sich an. Idea ist sowas wie Eclipse. Ging ich so ein bisschen von aus. Ich habe mich beworben für Ausbildung woanders und ab August ist ja zu wie bei Mama denn da. Was so ein bisschen traurig wäre, wenn du dann im Nachhinein von deiner Mama hören würdest. Ach, die neue Azubine, ne? Die ist echt gut. Und die neue Azubine wird dann einfach gelobt bis in den Himmel. Und du sitzt dann so, Mama, ich war auch gut. Aktuell gehst du nicht davon aus, dass dein Vertrag... Was? Aktuell gehe ich davon aus, dass mein Vertrag nicht nochmal verlängert wird. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Ich kenne die ja schon. Und ist sie nett? Schick mal ein Foto. Die ist echt brauchbar. Oh. Die ist echt brauchbar. Aha. Nee, das ist quasi das, was man sich... Ah, Azubis, die nicht auf den Kopf gefallen sind. Ich bin besser, aber naja, sieht's auch... Ich meine, auf alten Schiffen lernt man segeln oder so, habe ich mal... Die ist mega nett. Oh, das ist wunderbar. Eine meiner besten Interaktionen mit einem Azubi damals... war, dass ich ihn gefragt habe... Sag mal, was für ein Scheiß fabriziert ihr da eigentlich? Und er rüberkam ins Büro. Aber William, sowas sagt man doch nicht. Ich so, doch, wenn ihr Kacke verzapft, dann sagt man das auch so. Planen wir eigentlich Ausbildung ab August, September von Zielbewerbung, kann ein bisschen nur absagen. Oh Gott, das ist halt heftig. Hast du... Keine Ahnung, hast du irgendwie so ein kleines Unternehmen bei dir in der Nähe, wo du... Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche Richtung du einschlagen möchtest, ne? Wenn du jetzt sagen möchtest, du möchtest Fachfrau für Bürokommunikation werden, kann das halt ein bisschen leichter zu finden sein als andere Kram. Feindschiffen, hoffentlich sind die nicht von der Bundeswehr, sonst musst du die tragen. Ja, also ich hatte halt Glück gehabt bei der Ausbildung, dass ich halt... zum einen hat meine Schwester da schon gearbeitet, zum anderen war es halt ein relativ kleines Unternehmen, was halt noch viel im Wachstum inbegriffen war und halt jede Hand gebrauchen konnte. Grafikdesign bzw. Mediengestalter. Okay, das ist natürlich, das ist schon schwer reinzukommen, das ist wahr. Da sind so viele Absagen halt leider normal. Und selbst wenn du eine Zusage bekommst, bist du... Ja, bis du Käse auf dem Brot haben kannst, dauert das dann auch schon länger. War hier nicht das Trainingsschiff der Bundeswehr die Gorch Fock? Oder so? Hieß die nicht so? Ich bin bundeswehrtechnisch komplett untergebildet und unterbelichtet. Nee, ich stehe da quasi unter 10 Sonnenschirmen gleichzeitig.
Hab halt gute Referenzen und Erfahrungen im Bereich sowie ein gutes Arbeitszeugnis. Ja. Na, aber es haben halt auch viele andere leider, ne? Da muss man dann einfach wirklich am Ball bleiben. So doof das jetzt auch klingt. Was Kev schreibt, es liegt halt nicht an dir, sondern es gibt halt viele Menschen in dem Bereich und dann, na, um es ganz böse zu sagen, ich habe mal von einer Person gehört, ne, der quasi Bewerbung bekommen hat, und jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, also ne, das macht natürlich nicht jeder, aber der hat halt die Hälfte der Bewerbung genommen und einfach in den Müll geworfen und dazu dann immer wieder gesagt, die haben Pech gehabt und wer Pech hat, brauchen wir nicht in unserer Firma. So. Und so kann das halt dann auch wirklich gehen. Einfach Pech gehabt. Aber die Firmen, wo ich am liebsten hin wollte, haben noch nicht geantwortet. Die Chance besteht, dass sie mich nehmen. Genau, das kann auch sein. Wenn ich nur Absagen bekomme und Vertrag beim aktuellen verlängert wird, habe ich schon Plan B. Ah, sehr gut. Das ist natürlich wunderbar, wenn du einen Plan B hast. Musst du mal meine Bewerbung anschauen? Übrigens, zu meinem alten Ausbildungsbetrieb. Weil ich wurde ja in die in ein anderes Team gesteckt, als ich mich beworben hatte. Und dann hatte man mir gegenüber gemeint, nee, du hast dich dafür beworben. Und ich so, nee, hab ich nicht. Man darf halt nur nicht auf ein Pferd setzen. Ja, das ist ein bisschen doof. Das... Ich meine, ich wollte ja eigentlich auch nicht unbedingt Informatik studieren, wie ich es jetzt mache, sondern angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften. So. Na, aber dann hatte ich halt auch Informatik als Plan B. Er sagt, das ist schon Plan B Nummer 3. Ja, ich meine, passiert, nicht? Ich zumindest so viele Bewerbungen und Einladungen bekommen, aber im Gespräch wurde ich bei fast allen ausgemustert, weil kein Führerschein. Das ist also in der IT... Weil das finde ich halt, als Entwickler finde ich das so ein bisschen doof. So, wofür brauchst du als Entwickler einen Führerschein? Jetzt mal ernst gemeint. Ne, um vielleicht auf eine Messe zu kommen, aber dann wird normalerweise, gehst du da nicht alleine hin? Und eigentlich ist es auch jemand aus dem Marketing-Team, der da ist, nicht du. Ist halt quasi schade, weil du die Zeit verschwendest. Ja, das ist natürlich... suboptimal. Das ist natürlich wahr. Aber ich meine, schau mich an. Ich habe auch noch nichts in der Tasche. Solange wie du etwas tust und darauf hinarbeitest, dein Ziel zu erreichen, ist es keine verschwendete Zeit. Ne? Nur weil man etwas länger braucht, um in eine Richtung zu kommen, heißt es nicht, dass man irgendwie schlecht ist oder sonst irgendwas. Heißt halt nur, dass man ein bisschen länger braucht, nicht? Das passiert dann. Aber für mich war halt so ein bisschen... Ich meine, ich hatte die Möglichkeit, meinen Plan B durchzusetzen und ja, dann habe ich mir gedacht, gut. Weniger Sorgen für alle. Die wollen nicht alle durch die Gegend schiffen zu können. Meistens ja nur noch Consulting bzw. Berufskunde, da musst du immer mal wieder hin. Oder wie lässt du die Laien die Kräfte viel aus, wenn sie die nicht auslasten können? Na, aber mit dem Auslasten ist doch... Keine Ahnung, ist halt... komisch. Das sind wir mal ehrlich. Na, also mit dem Ausleihen oder sowas oder mit halt zu Kunden hinschicken oder sowas ist ja auch alles schön und gut, ne? Weil du Consulting machst, aber da sollte man doch eigentlich, weiß nicht, dafür wäre mir die Arbeitskraft zu teuer. So, ich schick doch, oder ich setze doch niemanden ein, ne, für schön teuer Geld, jemand, der halt studiert hat und sowas und dementsprechend auch wirklich was kostet, um den dann einfach durch die Gegend zu schiffen. Machen wir zurzeit ja auch mit einigen, obwohl wir ausgelastet sind, also Personen an andere Firmen ausleihen. Wird gut bezahlt, gut, das ist natürlich wahr. Stimmt, ja, gut, wenn die Person ausgeliehen ist, ist sie ja nicht mehr dein finanzielles Problem. Sogar wenn das jetzt klingt. Hm.
keine Ahnung, es ist halt... Ich finde es ein bisschen doof. Um fair zu sein, also ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hatte auch irgendwann die Firma gewechselt. Der war auch Systemintegrator. Und für den war das halt quasi auch, dass der dort Consulting-Guy war. Und dann zu anderen Leuten hingefahren ist, sich darum gekümmert hat und sowas. Und dann halt auch hauptsächlich quasi ausgedient wurde. Zu anderen Richtungen, aber halt auch gut bezahlt wurde. Ist für mich so ein bisschen komisch, wenn ich einfach bedenke, wenn ich in der Firma arbeite, dann möchte ich auch gerne in der Firma arbeiten. Und nicht irgendwo anders ausgeliehen werden.